Schönen guten Tag und damit begrüße ich euch zu einem neuen Part von Let's Play New Super Mario Bros. U. Im letzten Part, ja, war mal wieder einiges an Fail los. Dank diesen tollen, komischen Waldläufern oder was immer, wie auch immer die heißen. Wir gehen jetzt in das Level 2 des Limonaden-Dschungels, welches da heißt Giftige Gewässer. Ja, das ist natürlich auch so ein häufiger Bestandteil von Waldwelten. Nämlich Giftwasser. Ja, wie man da hochkommen soll, keine Ahnung. Wäre ich jetzt in Mario Land, in Mario World, würde ich diesen Panzer da jetzt hochschleudern. Aber das geht natürlich leider nicht. Deshalb werden wir hier nicht herausfinden, was sich hier befindet. Ach, die Baumstämme hier. Kennt man ja auch schon. Das, was ich hier auch vermute, was der Fall... Ah, Eichelpilz. Was ich hier auch vermute, ist, dass man so einen Koopa-Panzer vielleicht irgendwann mal braucht. Aber gut, die kann ich jetzt auch so kriegen, wenn ich häufig springe. Und das haben wir auch geschafft. Boah, jetzt habe ich gar nichts mehr gesehen, aber hat trotzdem geklappt. Wir leben trotzdem noch. Ja, da oben ist eine Röhre. Okay. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Vielleicht ist es auch nur ein Ausgang von irgendwo was. Ich habe bis jetzt erstmal keine Ahnung. Was haben wir da Schönes? Okay, stampfen. Sonst aber nichts. Verstehe ich jetzt noch nicht, was das soll. Und da sehe ich schon mal was. Hier geht's rein. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht in dieses Giftzeugs landen. Nur für Münzen oder was? Gut, natürlich habe ich hier auch noch was gesehen. Ach du Scheiße, man, das ist aber eh nur ein One-Up. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Ranke sein soll. Und irgendwie finde ich es komisch. Dann will er keine Stampfattacke machen. Doch so, okay. Aber auch nichts. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass wir schon ein paar vergessen haben. Und diese Münzen hier sind doch bestimmt auch nicht ohne Grund. Oh, okay. Kam die da einfach mal so aus dem Nichts? Die dritte Starcoin, okay. Das war die dritte. Sehr schön. Oder eher nicht, besser gesagt. Weil damit haben wir keine Ahnung, wo sich die letzten befinden. Und was soll der Quatsch jetzt schon wieder hier? Diese komischen Plattformen, die sich hier bewegen. Warum ich hier wieder die Red Coins sammle, habe ich keine Ahnung. Vor allem, weil es eh nur ein One-Up ist, was jetzt eh in den... ins Giftwasser fällt. Von daher macht das alles keinen Sinn. Ich ahne, dass da eine Ranke ist. Woher habe ich das gewusst? Dieser Block war nicht ohne Grund da unten. Aber so gar nicht. Und man kommt da nur hin, wenn man... einen Fliegenpilz hat. Also, haben wir in diesem Part entdeckt. Also zumindest wissen wir zumindest, dass hier es einen Secret Exit gibt, wofür man den Fliegenpilz benötigt. Sehr schön. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich bei der zweiten Starcoin bin und dann direkt den Secret Exit zu holen gibt. Also, bis gleich. Schaut mal her, was ich nun gefunden habe. Hier waren noch tatsächlich versteckte Blöcke. Ja, und da kann man da hochgehen. Ja, und da ist natürlich auch die erste. Das wäre natürlich sehr komisch, wenn das nämlich nicht so wäre. Und ich glaube, jetzt habe ich schon was falsch gemacht. Nee, habe ich nicht. Okay. So, und ich hätte eigentlich auch die Hilfe des Power-Ups benutzen können. Des Power-Blocks, besser gesagt. Aber natürlich nicht. Egal.
Da war die zweite drin. Eigentlich auch logisch, aber... Aber dass da Blöcke waren... Ich meine, ich wäre eigentlich auch vorhin dagegen gestoßen, aber... Keine Ahnung. Egal, jetzt gilt es noch, den Fliegenpilz so lange zu behalten, dass wir nicht da kaputt gehen. Und den nicht verlieren. Ja, gehen wir ruhig hier unten lang. Es ist mir sowas von egal. Wir haben den Fliegenpilz. Da können wir schön hochsteigen. Nee, das kommt gleich. Ja, die Münzen sind mir auch sowas von egal. Oh, hätte ich mich beinahe schon wieder treffen lassen. Naja. Damit haben wir wieder die Ranke freigelegt. Und können zum Secret Exit. Oh, dieser Secret Exit war schon so oft, was es da schon gibt, fand ich den sogar schon gar nicht mehr schwer. Aha, toll. Das soll, glaube ich, nur als Anlauf dienen. Naja. Secret Exit. Und 33 mit Item-Belohnung noch dazu. Ich glaube, Mario sagte, wenn wir jetzt nicht das hätten, this way. Das passt das auch in meinen Hinweis für den Secret, aber das sieht man ja schon an der Fahne. So, und wir kriegen einen Pilz. Finde ich gut, wir haben ja zwei vorhin verbraucht. Ne, wir hatten einen verbraucht, einen Fliegenpilz. Eichelpilz. Okay, und das geht da lang. Okay, also wir könnten schon einen ganzen großen Teil dieser Welt überspringen, aber das wollen wir natürlich nicht. Und warum nenne ich den eigentlich Fliegenpilz? Das sind Fliegenpilze. Das andere ist ein Eichelpilz. Naja. Schlangenblockturm. Schlangenblockturm. Da hört man doch schon direkt raus, was uns da erwarten wird. Richtig, die schönen Blöcke, die sich mit der Zeit bewegen. Und wo man immer hinterherlaufen muss. Ich glaube, dieses Level wird uns ein bisschen länger beschäftigen. Nur so mein erster Eindruck. Ah. Und dann direkt erstmal gegen so einen Sparky gekommen. Weil natürlich so groß waren diese Schlangenblöcke nun auch wieder nicht, aber... Ja, nur die letzte hat gefehlt. Das ist ärgerlich. Oh, jetzt kommen die kleinen Dinger. Und ich glaube, hier musste man schnell sein, weil sonst kommt man nicht mehr zu dieser Star-Coin. Ich gehe mal lieber wieder auf den großen, ja, muss man auch. Oh, die Halbzeit kommt, ne? Das finde ich ja super. Und wir haben schon die ersten beiden schon mal abgesaved. Das ist super. Aber was wird uns jetzt noch erwarten? Ich ahne nichts Schönes. Zumindest kriegen wir einen Eichelpilz wieder. Ach, die sind jetzt auch noch groß, die Dinger. Oha. Aha. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Man braucht dafür die kleinen Dinger. Ich hab es gewusst. Das sah mir schon so verdächtig aus. Ich hab es schon gewusst. Man musste wieder auf die kleinen dahin. Ja, es ist mal wieder ein lustiges Level für Starcoin sammeln, aber... Aber ich finde, es ist mal gut. Eine schöne Herausforderung. Zumindest die Starcoins. Ansonsten fand ich das Level jetzt bisher nicht so schwer. Aber gut, jetzt müsste ich das eigentlich auch schaffen. Wozu eigentlich diese Röhre da oben ist, keine Ahnung. Egal. Frage ich jetzt mal nicht nach. So, direkt da drauf. Sehr schön, Starcoin geholt. Und jetzt noch versuchen, das Level ohne Schaden zu schaffen. Ja, hier geht's ab, würde ich mal sagen. Und warum ist da ein P-Schalter? Ja, nur wegen Münzen. Boah. Das ist übel. Ja, für die Münzen gehe ich jetzt sicher nicht, springe ich hier sicher nicht davon ab. Ach du Scheiße.
Das ist schwer. Das ist übelst schwer, aber wir haben es dann doch geschafft. Gibt's hier absolut nichts mehr? Ah, doch. Ah, gut. Nochmal ein Eichelpilz. Gut. Dann denke ich mal, werden wir keine Probleme haben gegen diesen Mega Cooper oder was, wie er heißt. Auch wenn er Hilfe wieder von Carmack bekommt. Das wird kein Problem für uns. Ach, jetzt wird er schon ein bisschen größer. Ja, beeindruckt mich trotzdem nicht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier unseren Eichelpilz haben. Ja, es war jetzt nicht so schlau. Oh. Egal. Ich habe mich mal wieder blöd angestellt. Ich gebe es hier zu. Der ist mal wieder, wie sonst auch, eine Flasche. So eine richtige Flasche. Ja. Ich hoffe mal, es gibt noch andere Zwischenboss-Gegner, was ich aber nicht vermute, weil bisher ist er echt ein Waschlappen. Oh, und es geht wohl in einen sehr gruseligen Wald. Oder den gruseligen Teil dieses Waldes. Oh. Erinnert mich ein bisschen an den Wald der Illusionen, die es ihn auch gibt. Und wir gehen direkt in ein Ghost House. Finde ich ja super. Im Lichtlos-Labyrinth. Aha, und wir haben direkt mal die Wahl zwischen vier Türen. Und wo gerade erstmal die Münzen weggegangen sind, was das soll. Oder die Einstimmung, weiß ich nicht, wie man da oben kommt, weiß ich auch nicht. Aha, da ist schon mal eine Tür. Oh, oh, die Dinger. Die muss ich doch bestimmt irgendwo hinführen. Das sieht mir nämlich eigentlich danach aus. Ja, toll, habe ich jetzt aber verhauen. Da gehe ich erstmal weiter. Weil das gibt es natürlich auch wieder, das Spielchen, dass man so einen... Ja, das war sowieso fail, die Tür. Dann gehen wir mal hier rein. Ui, man sieht gar nichts, außer diese Mäuse. Ah, ein Leucht-Yoshi. Ja, den können wir hier, denke ich mal, gut gebrauchen. Okay, was das mal wieder soll, keine Ahnung. Ja, Feuerblumen brauchen wir auch nicht. P-Switch, okay. Ja, nur wegen Münzen. Unnötig. Aha. Wie soll man da hinkommen? Da. Ja, ist ja auch kein Ding. Aber wir haben immer noch nicht die erste Starcoin gefunden. Und da oben geht's weiter, okay. Ja, wenn da die erste gewesen ist, dann komme ich da nicht mehr zurück. Ja, das ist super. Sieht mir nach einem sehr verwinkelten Level aus. Aha, man kann mit Hilfe des Yoshis auch die Buhus da abscheuchen. Auch den Großen, ja, auch den Großen. Schick. Dann springen wir erstmal hier ein bisschen, um uns die Buhus hier vom Leib zu halten. Wow. Und dann geht's hier erstmal so richtig schnell runter. Und Stern. Komm, ich kriege wieder oben auch noch, jawohl. Ja, geht's wohl da weiter. Es sei denn, da war mal wieder rechts oder links irgendwas. Oh, wir sind schon beim Ausgang. Ja, das ist ja super und haben keine einzige Münze erwischt. Ja, das ist natürlich sehr toll. Und haben einen One-Up. Haben 99. Mal sehen, ob wir noch einen kriegen, aber das ist jetzt natürlich sehr toll.
Keine einzige Starcoin. Ja, das heißt, wir dürfen direkt das Level nochmal machen. Und das ist natürlich sehr toll. Und hat... Nee, Mario hat noch seine Mütze. Eigentlich ist, wenn er seine Mütze nämlich nicht auf hat, ein Zeichen, dass man alle Level, alle Leben hat, die möglich sind. Ja, hier waren wir noch gar nicht. Ja, das sieht schon mal verdächtig aus. Okay, hier haben wir auch einen Leucht-Yoshi. Okay, hier sollte ich auch mal nachgucken, ob hier irgendwo was versteckt ist. Ja, da bisher noch nichts. Ja, ich weiß, das Mal war wieder sehr schlau. So unnötig. So richtig unnötig. Ich sag schon nichts mehr wegen solcher Fails. Mach mich einfach nur sprachlos. So, wir wissen jetzt schon mal, dass da und da nichts drin ist. Nochmal begehe ich diesen Fehler übrigens nicht. Ach, der kann ich sogar auffressen. Okay, da war jetzt nichts. Ja, hier geht's nochmal hoch. Lass mich raten, hier ist was, ne? Ja. Okay, wo geht's hier lang? Hier waren wir auch noch nicht. Aha. Die dritte. Wir haben schon mal die dritte entdeckt, aber immer noch nicht die ersten beiden. Waren wir hier schon oder ist das ein Secret Exit? Es ist ein Secret Exit, okay. Also haben wir die Hälfte dieses Levels schon mal absolviert. Wir haben die... Ne, wir haben sogar schon ein bisschen mehr. Wir haben den regulären Exit, den Secret Exit und die dritte Starcoin. Uns fehlen aber noch die ersten beiden. Ja, das ist natürlich super. Ach, ey, gibt's doch nicht. Und wird das denn? Aha, eine Ranke. Zu einem Secret Level in den Wolken. Schick. Ja, gut, dann würde ich auch mal sagen, ist die Zeit jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Im nächsten Part werden wir gucken, wo die ersten beiden Starcoins hier sich versteckt halten und werden uns dann schauen, was dieses Secret Level beinhaltet. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, hoffe ihr schaltet auch im nächsten Part wieder ein und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.